Was hat der Meisterbrief von Nico Ernst mit dem Steinschen Schloss aus dem Jahr 1621 zu tun? Die Verbindung ist so ungewöhnlich wie handwerklich schnell erklärt. Der Stuckateurmeister arbeitet hier. Sein Arbeitgeber ist ein Nachfahre der berühmten Familie vom Stein. Das Schloss in Nassau ist deren Privatbesitz. Dass die fast 400 Jahre alte Immobilie so gut dasteht, verdankt sie auch der handwerklichen Fürsorge. Nico Ernst übernimmt dabei eine ganze Reihe von Aufgaben. Wie Sie sich das vorstellen können, hat so ein Eigentümer von so einem Schloss nicht nur ein Schloss, sondern er hat halt auch Liegenschaften, er hat vermietete Objekte, er hat Wald etc. Und meine Aufgabe ist es halt in der Bauunterhaltung und Denkmalpflege, mich um die Objekte zu kümmern sozusagen und um die, die Liegenschaftsbetreuung. Ja, ich beauftrage hier vom Klempner bis zum Dachdecker alle Gewerke an den vermieteten Objekten. Das zieht sich durch die ganze Handwerkerschaft sozusagen durch. Alles, was man an Haus und Hof so braucht, geht alles durch meine Hände, über die Beauftragung sozusagen, bis zur Rechnungsstellung und zur Rechnungsprüfung etc. Der Mann für alle Fälle greift als Fachhandwerker aber auch selbst zum Werkzeug. Ich übernehme halt, sage ich jetzt mal, als Stuckateurmeister jetzt auch Arbeiten hier direkt am Schloss, die in den denkmalpflegerischen Bereich anfallen, das, was in mein Gewerk halt passt, wie zum Beispiel die Arbeit am Sockel des Steinschen Turmes. Durch meine Ausbildung als Stuckateurmeister und auch meine Erfahrung in der Denkmalpflege weiß ich natürlich, wie ich mit diesen Materialien und Gegebenheiten hier umgehen muss. Der Meisterbrief ist so Grundlage für einen besonderen Arbeitsplatz an historischer Stätte. Doch wie ist das im Alltag? Spielt das Alter und die Bedeutung der Immobilie im Bewusstsein ihrer Bearbeitung eine permanente Rolle? Der berufliche Alltag lässt es natürlich manchmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, mit welchen Sachen man hier so täglich umgeht. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich sag mal so, spätestens wenn ich eine Führung im Steinschen Turm habe mit einer Schulklasse oder dann auch mit interessierten Leuten, macht einem das wieder die Sache klar, wo man eigentlich hier arbeitet. Und ich habe einen tollen Arbeitsplatz. Der mehr ist als nur ein Arbeitsplatz. Denn quasi am Fuß des Schlosses lebt Nico Ernst mit seiner Familie. Wie empfindet er diese Nähe? Was natürlich das Alleinstellungsmerkmal ist, dass man natürlich hier Zugang zu den Räumen hat oder auch die Schlüssel hat halt fürs Schloss und auch die Verantwortung. Es ist auch mit Verpflichtungen verbunden. Also es ist nicht nur, also von außen betrachtet sich das immer als Privileg vielleicht oder so, aber man hat natürlich auch Verpflichtungen durch so einen Beruf halt, ne? Nico Ernst ist angekommen. Der Meisterbrief spielt dabei eine wichtige Rolle. Beruflich, aber auch persönlich. Ja, mein Motiv war die persönliche Weiterbildung in dem Falle. Ich wollte meinen Berufsabschluss sozusagen auf die höchste Ebene stellen. Ja, und auch Vorbild für meine Kinder sein. Oberhausen bei Kirn. Vor 150 Jahren wurde hier die Tischlerei Gabriel gegründet. Das Werk von Generationen wird nun durch Tischlermeister Markus Gabriel weiter Richtung Zukunft geführt. Die Schreinerei Gabriel wurde im Jahre 1870 gegründet von meinem Ururgroßvater. Und ich bin jetzt in der 5. Generation und habe die ehrenvolle Aufgabe, den Betrieb erfolgreich weiterzuführen. Dort, wo schon vor 1,5 Jahrhunderten Holz in Form gebracht wurde, sind die Gabriels heute noch ansässig. Der Standort blieb. Und auch die Kunden aus der ländlichen Nachbarschaft halten der Traditionsschreinerei die Treue. Also das klassische Arbeitsgebiet ist bei uns hier eher die Bauschreinerei, also eher im Möbelbereich machen wir nicht so viel. Eher so Treppebau, Fensterbau, Fußböden, Zimmertüre, Haustüre, das ist eher so unser Metier. Also unser Kundenstamm ist überwiegend Privatkunde hier im ländlichen Bereich und da muss man halt sehen, dass die Kunde, dass man sich die Kunde beibehält, dass man seine Arbeit sauber schafft, die Baustelle sauber verlässt und nur so kann man den Kundenstamm halten
weil die Leute, die sprechen über gewisse Sachen, das kennt man ja. Also es geht vieles über Mundpropaganda und natürlich muss man auch einen Internetauftritt oder sowas haben. Aber im ländlichen Bereich geht vieles über Mundpropaganda einfach, dass man da ein guter Ruf sich aufbaut, den wir zum Glück jetzt haben. Und das wollen wir so weiter behalten. Auch das steht für Traditionspflege. Im Betrieb ist der 34-jährige, frisch gebackene Handwerksmeister seit Frühjahr 2020 der Chef und der Vater sein Angestellter. Auch das beschreibt einen Entwicklungsprozess. Was würde wohl der Gründer zu all dem sagen? Beim Blick auf 150 Jahre Handwerksgeschichte, deren Grundstein er einst legte. Ja, man ist in gewisser Weise schon stolz, dass der Betrieb immer noch besteht. Wenn man überlegt, dass es fast 150 Jahre schon her ist, dass der Betrieb schon besteht. Und natürlich hat sich die Arbeitsweise ein bisschen weiterentwickelt, ist ja völlig klar. Und auch die Arbeiten, die man macht, sind ganz anders, die man früher gemacht hat. Aber ja, man ist auf jeden Fall stolz, dass man das in dem Sinn noch weiterführen kann, dass die Firma schon so lange gibt. Ja. Für Fernsehteams, Radioreporter, Zeitungsredakteure und Online-Journalisten war Thomas Dieder zu Jahresbeginn ein gefragter Interviewpartner. Der Feinwerkmechaniker erhielt als erster Handwerker den Meisterbrief mit der Zusatzbezeichnung Bachelor Professional. Das zu Jahresbeginn in Kraft getretene bundesweite Berufsbildungsmodernisierungsgesetz war Grundlage für diese Neuerung. Und irgendeiner ist dann eben die Nummer 1. Was ein großes Medieninteresse nach sich zog. Also es waren sehr viele Radiosender, die angerufen haben, wollten ein Interview mit mir haben, aber auch Fernseher wie SWR, die waren alle sehr interessiert. Also mich hat es persönlich sehr überrascht, da so viel Hype drüber gemacht wurde. Und so wurde Thomas Diedert auch zu einem Botschafter des Handwerks, der als Jungmeister die Bedeutung des Zusatzes Bachelor Professional erklärte. Sinn dahinter ist, dass international anerkannt wird, der Meistertitel. Da auch im Ausland weiß, was der Meister wert ist. Aber auch der zweite Grund war dafür, um junge Leute fürs Handwerk zu gewinnen. Ich denke, damit hat man einen richtigen Schritt in die Richtung gemacht. Mit dem Meistertitel wird Thomas Diedert im Betrieb mehr Verantwortung übernehmen. Die nächsten Karriereschritte sind klar abgesteckt. Die Meisterschule hat alle dafür wichtigen Inhalte vermittelt. Und noch viel mehr, denn auch das Zwischenmenschliche stimmte und der Zusammenhalt in der Klasse war eine positive Überraschung. Also der Meister selbst, die Zeit, die war sehr spannend. Von den Themen her sehr interessant, auch die Themen sehr modern, wirklich zukunftsweisend. Und was mich sehr erstaunt hat, war der Zusammenhalt in der Klasse. Das war zwar hart, abends immer in die Schule zu fahren, aber man hat sich auch auf die Klassenkameraden gefreut, weil man hat sich immer gegenseitig unterstützt und damit hat auch zusammen alle gut hinbekommen. Das meisterhafte Wissen wird nun tagtäglich im Unternehmensalltag eine Rolle spielen. Wo sieht sich Thomas Diedert in diesem Entwicklungsprozess in 10, 15 Jahren? Oh, das ist jetzt schwierig. Also ich denke, wenn ich weiter nach vorne schaue, ist wirklich das Ziel, die Firma weiterzubringen, weil ich sehr gerne hier arbeite und damit Stückchen für Stückchen weiterkommen, auch wirklich dann ein tolles Unternehmen irgendwann haben, was wir jetzt auch natürlich auch schon haben.